als Intendant darf ich Sie sehr herzlich in Ihrem Palast begrüßen. Vor 100 Jahren, auch genau um diese Uhrzeit, begann 140 Meter von hier über die Friedrichstraße neben dem heutigen Berliner Ensemble unsere Bühnengeschichte. Max Reinhardt, das große Theatergenie seiner Zeit, nachdem auch die Reinhardtstraße benannt ist, die auf unseren Palast zuführt, eröffnet mit dem antiken Stück der Orestie am 29. November 1919 das große Schauspielhaus. Nach den goldenen Zwanzigern wird aus dem großen Schauspielhaus 1934 unter den Nationalsozialisten das Theater des Volkes. Bereits im August 1945 nimmt das Theater nun im sowjetischen Sektor wieder seinen Betrieb auf unter der Direktion einer Frau, der Artistin Marion Spadoni. 1947 erhält es seinen heutigen Namen, Friedrichstadtpalast. Und in der DDR sind wir das größte und bedeutendste Unterhaltungstheater. Und ich freue mich wirklich, dass es diesem wunderbaren Haus gelungen ist, diesen Status auch im wiedervereinigten Berlin und im wiedervereinigten Deutschland sich zu erspielen. Zum 100. Geburtstag einer solch nationalen Institution wie dem Friedrichstadtpalast hätten wir die große Politik, große Namen und Stars einladen können und sicher wären sie auch gekommen. Aber unserem Gründer Max Reinhardt schwebte damals ein Theater für alle vor, nicht nur für die Spitzen und die Eliten. Daher ist es sicher in seinem Sinne, wenn wir uns heute nicht selbst feiern, sondern lieber verdiente und engagierte Menschen. Es ist sicher in seinem Sinne, wenn wir uns nicht heute im Glanz hoher Politik und großer Namen beweihräuchern lassen, sondern stattdessen lieber etwas zurückgeben. Der Palast gehört dem Land Berlin und Berlin verdankt Ihnen im Saal viel. Ohne Sie würde Berlin menschliche Wärme fehlen und auch Verlässlichkeit. Ob Pflegedienste, Krankenhäuser, Feuerwehren, Polizeien, Hilfseinrichtungen, Tafeln, ob beruflich oder ehrenamtlich, sie alle sind der unverzichtbare soziale Kitt, der eine Großstadt wie Berlin erst zusammenhält, in guten wie in schlechten Zeiten. Dafür danke ich Ihnen wirklich sehr. Ich habe mich sehr gefreut über diesen roten Teppich. So viele glückliche Gesichter, auch so viel Freude darüber, dass wir das tun. Und ich, als wir die Idee hatten und dies heute realisiert gesehen habe, wusste ich, es war genau das Richtige, was wir gemacht haben. Herzlichen Dank für Ihre tägliche Arbeit. Auch herzlichen Dank an die Ehemaligen im Haus, die heute hier sind, für das, was ihr geleistet habt. Und der Name des Friedrichstadtpalastes, so wie er heute strahlt, strahlt auch durch eure Vorarbeit. Und bevor nun gleich die Vivid Grand Show beginnt, wollen wir unsere Gründer Max Reinhardt, Erik Scharell, Marlene und Hans Pölzig mit einem Kurzfilm ehren und die letzten 100 Jahre Revue passieren lassen. Und zwar chronologisch von heute rückwärts nach 1919. Am Ende verschmilzt der neue Palast, in dem Sie heute sitzen, mit der Tropfsteinhöhle des alten Palastes. Diese rührende, berührende filmische Würdigung hat unser Verwaltungsdirektor und der Kurator der Jubiläumsspielzeit Guido Herrmann mit seinem Team erstellt. Herzlichen Dank dafür euch. Und nun hebe ich den Blick und schaue in den Himmel über uns, in den Himmel über Berlin, wo heute Abend der Professor Dr. Max Reinhardt, wie er seinerzeit immer respektvoll genannt wurde, hoffentlich Logenplätze hat, zusammen mit seinem Mitgründer Erik Scharell und dem Architektenpaar Marlene und Hans Pölzig. Reinhardt war jüdischer Abstammung, Scharell war jüdisch und homosexuell. Die Architektur der Pölzigs galt später als entartet. Unsere Gründer und die Gründerin litten deswegen später unter den Nationalsozialisten. Dieses Erbe nehmen wir an und es ist bis heute Verpflichtung für unser heutiges Wirken. Und nun wünsche ich uns allen einen wunderschönen Jubiläumsabend. Happy Birthday, altes Haus!
Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters. Es ist das seligste Schlupfwinkel für diejenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und davon gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiter zu spielen.